Ja, hein willkommen, meine lieben Freunde der Unterwasserwelt. Ich habe heute für euch einen kleinen Geheimtipp, was das Thema Tauchen angeht. Und was das für einer ist und warum es ein guter Geheimtipp ist, das erfährt ihr gleich von mir nach dem Intro. Bleibt also unbedingt dran, es lohnt sich. Ja, aber erstmal, wo sind wir überhaupt? Wir sind hier auf der Insel Bangka in Indonesien. Wichtig, es ist die kleine Insel Bangka nördlich von Manado. Es gibt noch eine größere, ein bisschen südwestlich von hier. Die ist nicht gemeint. Wir sind hier, wie gesagt, Nord-Sulawesi. Und hier hinter mir, den Steg entlang, ist das Bastianus Dive Resort Bangka. Und warum überhaupt Geheimtipp? Ja, es ist nicht vielleicht für jeden ein Geheimtipp, denn die Leute, die öfter hierher kommen, die wissen das hier definitiv zu schätzen. Aber Leute, die so auf Social Media unterwegs sind, gibt es hier bisher relativ selten. Und deshalb könnten für euch die Tauchplätze hier doch noch neu sein. Ja, was macht die Tauchgänge hier erstmal so besonders? Es ist eine abwechslungsreiche und wirklich eine der artenvielfältigsten Gebiete der Welt. Wir sind, wie gesagt, in Nord-Sulawesi, das liegt im Korallendreieck und das ist weltweit eines, wenn nicht sogar das Gebiet mit der größten Artenvielfalt, sowohl an Tieren als auch an Korallen. Bangka selbst ist eher bekannt für kleine Tiere, also diese Kritter und die Makrowelt. Was fällt da drunter? Also alles, was sehr klein ist, vieles auch kleiner als ein halber Fingernagel. Wir haben diverse Arten von Seepferdchen, ja, auch das Pygmäen-Seepferdchen, diese ganzen Nudibranchs. Wir hatten einen Kokosnuss-Oktopus, heute einen Blauring-Oktopus. Es gab eine Orang-Utan-Krabbe, verschiedene Arten von Shrimps, auch eine Porzellankrabbe war dabei. Und das alles findet man hier bei den Tauchplätzen. Ich persönlich muss sagen, ich habe vorher mit der Makrowelt überhaupt nichts anfangen können, aber habe sie hier wirklich zu lieben gelernt und es waren einige der besten Tauchgänge dabei, die ich bisher hatte. Ganz wichtig, kein Tauchplatz ist wie der andere. Wir werden jetzt gleich einen kurzen Schnitt machen, rüber ins Resort und da erzähle ich euch noch ein bisschen mehr über die Tauchplätze. Ja, und wir sind jetzt hier am Ende des Stegs angelangt und hier spielt sich für die Tauchguides und das ganze Tauchpersonal der gesamte Tag im Prinzip ab. Und warum sage ich für das Tauchpersonal? Die tauchenden Gäste selber, die müssen nichts machen. Flasche, Ausrüstung, es wird alles direkt ans Boot gebracht oder sogar aufs Boot gebracht und es wird sogar für die Taucher zusammengebaut. Ihr müsst am Ende wirklich nur noch mal checken, ist alles richtig zusammengebaut. Wir haben hier den Trockenraum, der ist für die Gäste unterm Tag erreichbar. Hier die Füllstation, die ist für die Gäste nicht zugänglich. Oben ist noch ein Kameraraum, ja, da muss sich auch nochmal jeder selber drum kümmern. Tauchen läuft im Prinzip so ab, es gibt einen Nachttauchgang. Es gibt hier sogar die Möglichkeit, diesen Nachttauchgang als Fluorescent Night Dive zu machen, also mit fluoreszierenden Lichtern, spezieller Beleuchtung, speziellen Filtermaske. Dann gibt es nachmittags einen Tauchgang und es gibt eben dann zum Morgen zwei Tauchgänge. Zwischen den zwei Tauchgängen, es wird sich um 8 Uhr getroffen, ist eine Stunde Oberflächenpause, dann ist man Vormittagessen zurück. Man springt eigentlich nur ins Wasser, geht raus, wartet eine Stunde, springt wieder ins Wasser. Ja, Wasser ist auch ein sehr guter Stichpunkt. Wir sehen hier nämlich die Karte. Da sind so auch die ganzen Tauchspots drauf zu sehen, die man hier anfahren kann. Und das Schöne ist, die sind alle innerhalb von ungefähr 20 Minuten erreichbar. Das Bastianus Banker ist hier unten, wo der Landmark zu sehen ist. Und wie gesagt, 20 Minuten hat man jeden Tauchplatz erreicht. Alles in direkter Nähe. Und jeder Tauchplatz ist unterschiedlich. Die Tauchplätze haben nur eine Sache gemein, nämlich dass sie einfach nur atemberaubend und wunderschön sind. Man sieht bei jedem Tauchgang was anderes. Es gibt Wände, Korallen, Mugdives gibt und halt eben auch diese Nachttauchgänge. Fluoreszierende Nachttauchgänge, die ich schon erwähnt habe. Ist eigentlich für jeden was dabei. Mugdiving ist auch ein sehr guter Stichpunkt, den ich jetzt gerade hier nochmal kurz hervorheben möchte. In Kombination mit den Guides ist das hier wirklich super. Die Guides wissen, wo diese ganzen Tiere sind. Ich habe vorhin schon gesagt, die sind teilweise kleiner als so ein halber Fingernagel. Die muss man erst einmal finden. Und die Guides wissen, wo die zu finden sind. Die finden die, die zeigen die. Hier nochmal ein großes Dankeschön an unseren Guide Albert. Der hat mir sogar speziell ein paar Tauchplätze rausgesucht, gerade so Markttauchplätze, wo ich mich mal in den Sand knien konnte und verschiedene Kameraeinstellungen ausprobieren konnte. Da ist so ein
paar erste vernünftige Bilder rauskommen, weil diese Tierchen abzulichten ist alles andere als einfach und da habe ich auch noch einen langen Weg vor mir. Aber trotzdem, dank Albert konnte der echt ein bisschen verkürzt werden. Danke dafür. Ja, ansonsten, man hat auch ein paar Tauchplätze hier vom Festland. Ebenfalls sehr schöne Tauchplätze, hatten wir auch eine Seeschlange gesehen. Es ist super. Ja, was gibt's sonst noch? Das Bastianus Banca ist nicht das einzige Bastianus Dive Resort, sondern es gibt noch eins in Lembe und eins auf der Insel Bunaken. Das Schöne ist, dadurch, dass die zusammenhängen, kann man auch einfach mit dem Boot, das ist eine gute Stunde Fahrt jeweils vom Bastianus Banca weg, auf die anderen Resorts. Wir hatten ursprünglich geplant, wir wollten 3 Wochen hier bleiben. Jetzt haben wir erfahren, dass dieser Wechsel wirklich sehr einfach geht. Das machen wir. Wir fahren morgen direkt nach unseren 2 Tauchgängen mit dem Boot rüber auf die Insel Bunaken und werden dort weiter tauchen, einfach weil man dort die Chance auf die großen Tiere hat, Haie und auch große Schildkröten. Ansonsten, man könnte das Ganze auch mit dem Auto zurücklegen, die Strecke. Also man fährt wieder hier rüber, wo wir hergekommen sind, aufs Festland, nach Likupang. Von dort mit dem Auto einmal auf die andere Seite der Küste und von dort dann mit dem Boot wieder hin. Ist ein bisschen günstiger, braucht aber einen halben Tag. So wie wir es machen, haben wir frühst 2 Tauchgänge, sind zum Mittagessen dann auf der Insel Bunaken und können dann dort theoretisch, wenn wir wollten, einen Nachttauchgang machen. Wir haben uns aber entschieden, dann erst zum nächsten Morgen zu tauchen. Also ist sehr einfach, wurde uns auch selber hier vorgeschlagen. Super Service und den muss ich hier auch mal loben. Vom Küchenpersonal da oben über das Zimmerpersonal, das die Zimmer im Schuss hält und eben dann auch die Reinigung übernimmt, bis hin zu dem Staff im Office und natürlich auch die Dive Guides. Da kann man überall nur 5 von 5 Sternen vergeben, kein Kompromiss, alles top. Wir machen jetzt noch einen kleinen Rundgang hoch Richtung Resort. Dann zeige ich euch nochmal, wie die Anlage hier ungefähr aufgebaut ist. Dann ist das Video auch schon gleich zu Ende. Ja, wir sind jetzt hier vom Restaurant. In der Regel gibt es ein Buffet, aber um eben ein bisschen nachhaltiger zu agieren, gibt es eben, wenn maximal 5 Gäste hier sind, eben kein Buffet, sondern ein à la carte Menü aus 3 Gängen. Es ist beides sehr gut. Man sollte nur Reis mögen. Wenn man Reis nicht mag, wird es ein bisschen schwierig. Aber ansonsten gibt es die Wahl aus Hühnchen, Fisch, es gibt auch Tofu, also Abwechslung ist trotz allem da. Da hat man auf alle Fälle genügend Möglichkeiten, satt zu werden. Es wird auch auf Allergene, wie zum Beispiel Laktose oder Gluten oder Fructose Rücksicht genommen. Oder auch, wenn man manche Dinge einfach nicht mag. Nachhaltig ist auch hier die Organisation, dass man sich eben in der No Trash Triangle Initiative engagiert. Hier wird nochmal Geld vom Resort in die Hand genommen, um den anfallenden Müll nochmal wirklich fachgerecht zu recyceln und somit eben auch noch was für unsere Umwelt zu tun. Hier unten sieht man den Pool. Das ist dann so quasi die Relax-Zone, wenn man mal einen Tag zwischendrin Pause machen will oder eben auch, wie man den letzten Tag verbringen will, bevor man eben zurückfliegt. Da darf man ja nicht tauchen. Es gibt hier auch noch ein Spa mit Massagemöglichkeiten oder man kann sich eben einfach im Restaurant mit einer kühlen Cola oder einem Wasser eben den Tag vertreiben. Ja, hier in die Richtung sind dann die Unterkünfte für die Gäste. Da gibt es mehrere Kategorien. Weiter oben ist die ganz günstige Kategorie, die Hillsides. Finde ich, reichen vollkommen aus. Wie ihr aber seht, alles nachhaltig mit Holz gebaut. Gerade bei den Standard-Hillside-Zimmern muss man eben damit rechnen, dass man eine gewisse Geräuschkulisse hat, weil eben Holz nicht so gut isoliert. Aber man ist ja hier zum Tauchen. Und da ist man eh abends relativ müde und dementsprechend früh im Bett und schläft auch relativ früh. Ja, ansonsten war es das hier jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen und jetzt würden mich so ein paar Sachen von euch interessieren. Wart ihr schon mal in einem der Bastianus Dive Resorts? Vielleicht sogar direkt auf Banca? Könnt ihr das bestätigen, was ich hier erzähle? Oder habt ihr vielleicht auch ganz andere Geheimtipps? Oder ist das jetzt für euch so das nächste Urlaubsziel geworden, wo ihr drauf hinspart? Egal was. Packt es bitte gerne unten in die Kommentare, da freue ich mich drauf, da freut sich der Algorithmus, genauso wie über ein Like oder ein Abo, das kostet euch nämlich gar nichts, hilft mir und dem Kanal aber sehr viel. Ich würde an der Stelle einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, bleibt auf alle Fälle gespannt, allzeit gute Luft und ciao.